Zur Vorlesung Information Retrieval. Diese Vorlesung wird von drei Professoren entwickelt. Mir selbst und Matthias Hagen, Professor Matthias Hagen und Professor Benno Stein. Wir möchten Sie mit den Grundlagen des Information Retrievals vertraut machen und die Vorlesung ist deshalb aufgeteilt in die folgenden Abschnitte. Das ist ein einleitender Abschnitt, der versucht, Sie mit den Konzepten des Information Retrievals und den Begrifflichkeiten vertraut zu machen. Dann ein längerer Abschnitt zu dem Information Retrieval unterliegenden Datenstrukturen, die zur Konstruktion von Indexen benötigt werden. Der dritte Abschnitt der Vorlesung dreht sich um die Retrieval-Modelle, das heißt die Dinge, die in Suchmaschinen im Herzen stehen, um Dokumente in eine Reihenfolge zu bringen, die Relevanz zur Anfrage widerspiegelt. Wir haben einen Abschnitt zu Nutzerinterfaces, der wird eventuell übersprungen und ein ganz wichtiger Anteil des Information Retrievals ist die Evaluierung von Suchmaschinen. Das heißt, festzustellen, ob eine Suchmaschine tatsächlich gut funktioniert, ob sie ihren Nutzern nützt, ob sie tatsächlich das Suchbedürfnis erfüllt. Wir haben außerdem eine Reihe von Spezialanwendungen und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer, die hier nicht berücksichtigt sind, aber die beispielhaft immer mal wieder genannt werden. Ziele der Veranstaltung sind, dass Sie verstehen, was ein Retrieval-System ist, was die Komponenten eines Retrieval-Systems sind und wie sie miteinander in Zusammenhang stehen. Sie sollen in der Lage sein, da wir uns insbesondere auf die Verarbeitung von Texten konzentrieren werden, auch die Vorverarbeitungsschritte zu verstehen und nachzuvollziehen, die nötig sind, um eine Suchmaschine zu bauen. Und Sie sollen insbesondere auch die Möglichkeiten, die dieser Designraum bietet, verstehen lernen. Also das heißt, welche Optionen man hat, um einen Index zu konstruieren auf Basis dieser Vorverarbeitungsschritte. Was Retrieval-Modelle anbelangt, sollen Sie einen soliden Hintergrund bekommen und gegebenenfalls auch einen Einblick in die Theorie der Retrieval-Modelle bekommen. Das wird allerdings auch mit Beispielen hinterlegt, also machen Sie sich diesbezüglich keine Sorgen. Und insbesondere im praktischen Teil der Vorlesung sollen Sie das Gelernte 1:1 direkt einsetzen und umsetzen können. Auf diese Weise lernen Sie nicht nur, ich sag mal, die graue Theorie, sondern auch die Praxis, die Sie dazu befähigen wird, Suchmaschinen selber zu konstruieren. Und das ist dann der letzte Teil des Implementierens und insbesondere des Evaluierens einer Suchmaschine. Wenn Sie eine Suchmaschine bauen, dann müssen Sie auch feststellen, ob sie funktioniert. Und das ist dann der Teil des Evaluierens. Das orientiert sich auch ungefähr an den Abschnitten, die Sie vorher gesehen haben. Und ja, dies nur als Überblick, was Sie mitnehmen sollen aus der Vorlesung. Das Information Retrieval ist verwandt zu einer Reihe anderen Forschungsgebiete oder bedient sich methodisch daraus. Insbesondere aus der Statistik und aus der Mathematik, wie so viele andere Forschungsfelder auch. Aber auch aus dem Data Mining, dem Machine Learning dieser Tage sehr stark und der Sprachverarbeitung. Etwas weiter weg, aber doch sehr relevant ist die Wissensverarbeitung, das Knowledge Processing und Anwendungen, die mit Hilfe des Information Retrievals konstruiert werden, sind nicht nur Suchmaschinen, insbesondere aber Suchmaschinen, aber auch Empfehlungssysteme, Recommender-Systeme sind in dieser Hinsicht sehr verwandt und angelehnt, wie auch höher stehende Systeme, die ihren Nutzern ermöglichen sollen, Entscheidungen zu treffen, also Decision Support System. Es gibt eine ganze Reihe von Literatur im Information Retrieval. Es wurden einige Bücher geschrieben. Sie müssen um Gottes Willen nicht alle davon gelesen haben. Wir bedienen uns für diese Vorlesung aus einigen dieser Bücher,
die, wenn Sie parallel ein Buch mitlesen wollen, die ich Ihnen ans Herz legen würde für einen leichten Einstieg, wäre das hier ganz oben von Croft, also das Buch Search Engines Information Retrieval in Practice. Hier ist auch ein PDF verlinkt, das ist frei verfügbar. Und das zweite Buch, das vielleicht ein bisschen formaler ist, aber auch sehr gut, ist das von Manning, Raghavan und Schütze, Introduction to Information Retrieval, ebenfalls online verfügbar. Und es gibt noch mehr Literatur, es gibt auch ein deutsches Werk, das ist etwas älter, die Grundlagen werden aber durchaus berücksichtigt. Das ist Information Retrieval, Suchmodelle und Data Mining Verfahren für Textsammlungen und das Web von Reginald Ferber, auch hier verlinkt. Und ein paar klassische und ältere Werke, insbesondere das Buch Managing Gigabytes, dreht sich um die Konstruktion von großen Indexen. Die Forschung im Information Retrieval, das nur der Vollständigkeit halber. Und vielleicht hier noch ein vorab, bevor ich weitermache, eine kurze Anmerkung dazu, wie die Folien aufgebaut und designt sind. Sie sehen hier den Inhalt, über den ich vornehmlich spreche. Und jetzt sehen Sie solche Remarks-Folien, Bemerkungsfolien. Auf diesen Folien geben wir üblicherweise Zusatzinformationen, die nicht super relevant für den Teil, den ich Ihnen vorstelle, sind, aber die Hintergrundinformationen geben. Hier sind Hintergrundinformationen zum Forschungsfeld Information Retrieval. Und auf anderen Folien dieser Art sehen Sie dann zum Beispiel auch einfach in Freitext ausgeführt Dinge, die ich wahrscheinlich im Laufe der Vorlesung gesagt habe, zum selber Nachlesen. Also das heißt, wenn Sie partout nicht möchten, nochmal in ein Buch da reinzuschauen oder nicht die Zeit haben, ist das nicht schlimm, solange Sie sich die Folien anschauen. Denn die Folien können Sie bis zu einem gewissen Grad auch lesen wie ein Buch, dadurch, dass diese Bemerkungsfolien da sind. Wir versuchen das sehr intensiv zu tun, das heißt, ich werde immer mal wieder Folien überspringen oder auch mich selbst nochmal erinnern, wenn ich was vergessen habe, zu sagen. Aber ich erwarte nicht, dass Sie das jetzt alles hier auswendig lernen, sondern Sie müssen den Stoff, der insgesamt in der Vorlesung ist, gut beherrschen. Sie müssen es aber nicht Wort für Wort wiedergeben können. So meine ich. Auf dieser Bemerkungsfolie finden Sie insbesondere die für das Information Retrieval relevanten Konferenzen. Das sind insbesondere die SIGIR-Konferenz, aber auch eine Reihe weiterer Konferenzen wie Wisdom, die WWW-Konferenz über das World Wide Web, heute heißt die auch WebConf zusätzlich, die CIKM-Konferenz, wo noch Knowledge Management mit drin ist, und die Europäische Konferenz für das Information Retrieval sowie ein paar weitere. Was im Information Retrieval auch sehr umfangreich gemacht wird, sind wissenschaftliche Wettbewerbe zu veranstalten. Dafür gibt es eigene Konferenzen wie TREC, was werden Sie öfter hören, oder CLE, ANTISCIIR oder FIRE. Wissenschaftliche Wettbewerbe sind kleine Ausschreibungen, wie man sie auch von Leaderboards von Machine Learning kennt oder anderen Veranstaltungen, in denen man freundschaftlich gegeneinander antritt, um das beste Verfahren zur Lösung eines Problems zu finden. Es gibt, wie gesagt, auch eben schon gesagt, eine Reihe verwandter Felder, und hier sind die dazugehörigen Konferenzen. Das ist Natural Language Processing vornehmlich, aber auch digitale Bibliotheken, die ist Informationswissenschaften, auf deren insbesondere auf deren beiden Wissenschaftsfeldern des Information Retrieval stark aufbaut und so weiter. Vielleicht praktischer ist auch ein Überblick über die aktuell wichtige Software, die im Information Retrieval verwendet wird. Das ist insbesondere aus der Industriesicht Open Source verfügbar. Lucene, das ist eine Suchlibrary, die insbesondere das Indexen ermöglicht und also das Backend einer Suchmaschine zu konstruieren, oder Elasticsearch, das Ganze doch ein bisschen kapselt. Wenn man mehr in die Forschungsrichtung gehen möchte, dann wird man sich mit Terrier oder PyTerrier für einen Python-Ableger auseinandersetzen oder mit einem der anderen Bibliotheken, die hier zu sehen sind. Wir betreiben selbst auch, haben selbst eine Forschungssuchmaschine konstruiert, die Daten in umfangreichen Größenordnungen indiziert. Das ist die Chat-Noir-Suchmaschine. Kann ich mal kurz hingehen, dass Sie mal gesehen haben. Na. So, das ist diese hier.
Hoffentlich funktioniert sie. Funktioniert. Wunderbar. Der Clou an dieser Suchmaschine ist nicht, dass wir damit die Websuche ersetzen sollen, dass wir damit einen Google-Konkurrenten bauen wollten, sondern der Clou an dieser Suchmaschine ist, dass wir eine statische Suchmaschine bauen wollten und eine, die Webdaten in signifikantem Umfang, das heißt im Umfang von mehreren Petabyte, Terabyte, indiziert. Petabyte sind wir noch nicht angekommen. Das ist tatsächlich einmalig in der Forschungswelt. Wir sind damit diejenigen, die in der Welt, die einzigen, die eine Suchmaschine in dieser Größenordnung betreiben und dadurch reproduzierbare Forschung für Basissuchmaschinen ermöglichen und einen Vergleich mit dem, der vielfach in der Forschung eingesetzt wird. Wenn man nach Daten sucht im größeren Umfang, Common Crawl, insbesondere für Webdaten, dieser Tage natürlich auch für das maschinelle Lernen sehr relevant geworden. Wir sind Mitglied eines Projektes, das Open Web Search Projekt, das sich darum dreht. Augenblick, ich gehe wieder in Präsentationsmodus. Das sich darum dreht, einen Suchstack zu konstruieren, der auf Open Source Technologie basiert, um einen großen Index zu erschaffen, der insbesondere in der EU verwendet werden soll. Das soll insbesondere die digitale Souveränität Deutschlands und Europas stärken. Mehr aus der Forschungssicht gesehen, auch für Shared Tasks viel verwendet, ist das IR-Datasets als sehr wichtiges Werkzeug zu sehen. Und wenn man Suchmaschinen evaluieren möchte, muss man regelmäßig Maße für die Qualität einer Suchmaschine ausrechnen. Und dafür gibt es hier auch Unterstützung bei den Track-Eval, Track-Tools und den IR-Measures. Mit T-Rex werden Sie im Laborprojekt in Berührung kommen, beziehungsweise mit dem darunterliegenden System T-Ra. Das haben wir auch selber entwickelt, und es dreht sich darum, dass man hier reproduzierbar die vorgenannten Shared Tasks, also das heißt die wissenschaftlichen Wettbewerbe, durchführen kann, indem nicht die Daten zu den Teilnehmenden des Wettbewerbs gesendet wird, damit sie verarbeiten und ein Ergebnis zurückschicken, das ausgewertet wird, sondern indem die Teilnehmenden die Software hochladen und wir die Software ausführen und reproduzierbar halten, damit sie auch in Zukunft noch verwendet werden kann. Das organisatorisch zum Einstieg. Sind bis hierhin Fragen?